Jetzt. Hallo zusammen, da sind wir wieder. Herzlich willkommen. Da ist Kalle Mosier. Hallo. Und ich. Ich fange jetzt ganz schnell was ganz, ganz anderes an. Ja, es ist der Tisch geworden. Haben wir uns ja alle schon gedacht. Alle haben sich den Tisch gewünscht. Heinrich hat schon alles schön aufgebaut. Ich habe die Farben schon angerührt, weil bei der Menge wird das zu lange dauern, die ganzen Farben anzurühren. Jetzt war heute im Verlauf, nee, gestern im Verlauf, die Dorte. Und Dorte sagte, ich wollte so gerne schon so oft einen Workshop bei dir machen, war aber mal ausgebucht, ich habe alles zu Hause, ich finde das so schade. Ja, Dorte, ich hoffe, du bist da. Ich mache jetzt einen super Kurzcrash mit dir, okay? Ich glaube, sie ist noch nicht da. Okay, aber kann sie ja später angucken. Ich habe heute, das kann ich ja schon ruhig erzählen, für den kompletten Tisch, für Troll genommen. Ich nehme ja sonst anderes Medium, als Medium meine ich, arbeite ich auch sehr gerne mit, das ist RJ Junior. Flotrol nehme ich jetzt deswegen, weil Flotrol ist eigentlich ein Haftmittel für die Anstreicher. Ist ein super Medium, ist nur recht teuer. Ich nehme das jetzt für die Tür und für Tische, ja, weil es halt besser haftet als dieser Kleber, der für Bilder wiederum sehr gut ist. Also, ich habe jetzt hier, Leute, ein wenig von dem Flotrol genommen. Dann habe ich hier schon Fragen gestellt. Der Christoph Gundel gratuliert dir zum Geburtstag allen, von allen dreien. Ja, lila, pink und ja, meine Farben halt. Aber das geht ja nicht. Also man nimmt ungefähr so 20% Farbe. Was? Und für Ton oder anderes Medium. Ich arbeite sehr ungern mit Plastikbecher. Die bei mir den Workshop gemacht haben, wissen das auch. Ich arbeite sehr, sehr viel mit Gläsern, wie ihr auch auf dem letzten Video schon gesehen habt. Oder eben auch diese Ewigkeitsleiterfläschchen. Kann man auch gut gebrauchen. Das Ganze wird super gut verrührt. Dann brauchen wir Wasser. Wenn das wirklich gut verrührt ist, erst Flotrol, dann die Farbe oder erst Medium, dann die Farbe. Immer Acrylfarbe bitte nehmen und dann Wasser. Wasser macht bitte immer schlückchenweise, nicht so viel wie ich jetzt. Habt ihr einmal zu viel Wasser, könnt ihr einen neuen Becher nehmen und den circa 3 Wochen offen stehen lassen, bevor wir das wieder gebrauchen können. Die unterschiedlichen Farben sollten alle die gleiche Stärke, Fließkraft haben. Zwischen Honig und Sahne würde ich das mal sagen. Zeige ich aber auch gleich nochmal. Die Nadine ist da und die Edeltraut ist da. Und schön, dich zu sehen. Ja, ich freue mich auch, dass ihr da seid. Wir haben ja heute alle schon zusammengeschrieben auch. So, ich zeige das jetzt einmal. So ist ideal. Seht ihr? Ja, gut. Wenn das dann so fertig angerührt ist. Julia Döbelser. Kommt überall Silikonöl rein. Ja, überall ein wenig, vielleicht auch in manchen gar nicht. Ich nehme mal jetzt in Weiß gar nicht, weil ich vielleicht das Weiß gleich noch für die Tür gut gebrauchen kann. Das Ganze wird umgerührt. Wenn ihr oft umrührt, das Silikon, habt ihr kleine Zellen. Rührt ihr das halt nur leicht unter, ja, hat man halt größere Zellen. Ich mache jetzt einen Flip-Cup, weil das so ziemlich das Einfachste ist, was man machen kann. Die Farben werden abwechselnd reingeschüttet. Könnt ihr das gut sehen? Die Reihenfolge ist egal. Es gab Jahre, da habe ich gesagt, am besten fängt man mit der hellsten Farbe an. Dann habe ich gesagt, am besten fängt man mit der dunkelsten Farbe an. Ja, und jetzt nach ein paar Jahren sage ich total egal. Wird wahrscheinlich immer schön. Das ist jetzt die kleine Leinwand. Ich habe hier so kleine Mückelchen drunter gemacht, aus dem Grund, dass man dann so drunter fassen kann, um das zu schwimmen. Auch zum Abtrocknen ist es schön, wenn der Keram nicht in der eigenen Soße liegt hinterher. So, der Becher ist voll. Er wird so drüber gehalten. Ich habe mit der einen Hand gehe ich direkt auf den Becher. Die andere gehe ich an den Becher. Wichtig ist, dass ihr den Becher hier oben fasst. Nicht hier, dann habt ihr kein Gleichgewicht, okay? Immer schön oben. Schön oben, umrühren, umdrehen. Ja, normal wartet man jetzt ein bisschen.
Machen wir ein bisschen, bisschen, bisschen. Dann, ich mache das immer ganz gerne, ich schiebe den Löcher einmal ganz kurz, hole ihn wieder zurück. Ja, und jetzt wäre vielleicht schön, wenn du mit der Kamera einmal hierher kommst, oder? Siehst du das? Ja? Dann kippt man den Löcher aus. Und ist halt Fließbild, man lässt es fließen. Zack, einmal um die Ecken. Und schön. So, ich habe jetzt das Lila ein bisschen runterlaufen lassen, weil es war mir zu dunkel. So, sieht dann die Technik aus oder so sieht es überhaupt aus. Und dann werden die Ecken noch ein bisschen hübsch gemacht. Nicht mit dem Finger, mache ich nur heute, okay? Gibt es natürlich eine vernünftige Technik für. So, und Handschuhe auch nicht vergessen. Macht immer Sinn. Ja. Ich räume das jetzt weg. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Ich zeige es hinterher vielleicht nochmal nah in der Kamera. Ist schön geworden. Die Zellen sind schön geworden. Die Farben sind meine Farben. Gefällt mir gut. Das, was jetzt so hellgrau ist, das wird beim trockenen Silber. Wird dann nochmal ein schöner Effekt sein. Ich räume das weg, wie gesagt. Und der Kalle macht bestimmt wieder seine fantastische Musik in der Zeit. Ja. Bis gleich. Ein wunderbares Bild ist das. Danke. Wunderschön. Sind auch da. Ein guter Eisbeck. Ja, schön. Ich fange jetzt mit der Tür an. Die Farbe habe ich schon vorbearbeitet, weil mit dem Aussuchen dauert bei der Tür zu lange. Es ist schon sehr groß. Man fängt also schon mit der Grundierung an. Sieht jetzt schlimm aus, das ist aber nicht. Zack. So.
wieder Astrakhanen. Wie geht's euch denn allen eigentlich so? Mir geht's gut, ich habe die Entwicklung. Ja, Kalle hat wieder einen Himbeerspatzerteller. Es muss jetzt nicht super ordentlich sein. Wenn ihr Anfänger seid, solltet ihr nicht unbedingt mit der Tür anfangen. Ich habe da auch Respekt vor. Es ist schon so, je größer das ist, umso schwieriger wird es hinterher. Da passieren dann Dinge, die sind dann vorher nie, die ist noch nie passiert, noch nie vorgekommen. Aber gut, kriegen wir schon irgendwie hin. So ganz fest steht das, glaube ich, noch nicht, was ich jetzt mache. Ich fange einfach an mit dem Flipcup. Muss ja nicht bleiben, ne? Kann auch, wenn der nicht gut gelingt, dann ziehe ich da hinterher nochmal die Farbe komplett drüber. Mache ich immer so als, wenn nichts mehr geht, geht das. Gelingt immer. Das haben wir auch letzte Mal im Workshop gemacht bei der Anja. Aber was hatte sie noch gemacht? Ach ja, die Siebtechnik. Und ja, war nicht so. Nicht so schön geworden. Und da haben wir dann hinterher auch einfach mit dem Malmesser nochmal die Farbe weiß angelegt und mit dem Malmesser die weiße Farbe rübergelegt. So. Ich kann euch das Bild gleich mal zeigen. Ich finde es schön. Ich mag auch manchmal sehr ruhige Farben. Es muss nicht immer schön sein bei mir. Kalle sagte auch vorhin, wie sieht es dann bei dir zu Hause aus? Nein. Nicht bunt, meine Lieben, nicht bunt. Ja, gerade nicht. Ich tobe mich halt hier aus. Gott sei Dank. Ich bin gespannt hier. Also mit der Tür? Ja, mit der Tür. Ja, ich war letztes Mal schon erstaunt über diese Technik. Da war das ja ein Tisch. Ja. Und die Sandra hat erzählt, es hat sich jemand von ganz weit weg auch gemeldet, ja, der auch solche Tische machen möchte. Aus Bangladesch. Ja, finde ich schön, freue ich mich drauf. Die Edeltrautschaft, das sieht bei dir so leicht aus. Ist es auch. Och, guck mal. Das ist es ja auch. Jetzt sind hier wahnsinnig viele Luftblasen. Wenn ihr das zu Hause macht, lasst die Farbe einfach stehen. Okay? Das ist jetzt die Grund... Also, weiß ich nicht, 4-5 Stunden oder über Nacht, alles wäre ganz gut. Haben wir nicht die Zeit, ist auch egal. Was wollte ich jetzt sagen? Silikon hatte ich schon eingerührt, ne? Ja. So, also es ist ja jetzt halt die Türe für unser Kinderdinger. Für unsere Kinderspielecke, deswegen habe ich auch sehr, sehr helle Farben ausgesucht. Weil ich ja hinterher, habe ich ja vorher auch wohl schon erzählt, ich würde ganz gerne hinterher Blumen drauf und Häschen, Bärchen. Ja, Häschen und Bärchen. So, und jetzt noch Franz. So sieht's aus. Und das Matschen ist total geil. Es ist total geil. Hier haben wir noch. Brauchen ja nichts überbehalten. Fließt sowieso alles gleich auf den Boden. So. Ich hoffe, dass das sehr stabil ist, weil ich muss das auch gleich ein bisschen schütten. Ich bin jetzt mal brutal. Normal habt ihr ja gesehen, nehmt mal die Leinwand da drauf und dreht es vorsichtig um. Haben wir jetzt natürlich nicht. Nee, ich denke, da helfe ich nicht bei. Zack, zack, zack. Das ist schon mal schön. Ich hoffe, ihr seht das auch alles so. So, das soll also später der Rasen werden. Kann man das gut sehen? Ja. Auch hier wieder, zack, Becher auskippen. So.
schön warten, bis alles leer ist. Nur fest, damit es nicht wegrutscht. Ich bin. Ich bitte dich, eine Cola bei mir schicken heute. So, ich muss das Ganze, muss ich euch den Rücken zukehren. Der Sturm hat sich verzogen. Läuft. Die Luft ist wieder klar. Richtig schön. Es läuft. Gut. Finde ich noch die Trümmer, cool. Wo einst unser großer Tempel war. Und dann schlepp ich mich den Berg hinauf, dahin, wo du unsere Fahne hilfst. Schauen wir ins Tal hinab, ich hab die Ruhe. Echt vermisst. Ja, ich nicht so. Und ich genieße es so, dass es windstill ist. Findet das Grün schön. Prinzip her. Finde ich gleich.
Tja, meine Lieben. Ja. Ich geh mal wieder. Ja, schade, Kiki, siehst du heute schon nicht. Ne? Ich weiß auch gar nicht, ob du da bist, aber wenn, dann guckst du es dir bestimmt später an. Hier oben am, unten am Boden ist schon ordentlich wieder Farbe. So, ich hoffe, es kommt gut rüber. Jetzt ist Kiki auch da. Ja, Kiki, eine Minute zu spät, hab dich gerade erwähnt. Du Goldstück. Achso, ich misch das ja bei euch. Wir rennen zusammen durch diese Nacht. Wir suchen nach Wärme, doch hat ihn niemand mitgebracht. Wir schauen in die Fenster, dahinter ist bitter kalt. Es gibt keine Antwort auf schlimme Gewalt. Und manchmal können wir es gut gebrauchen, mal um die nächste Ecke zu schauen, mit offenen Augen, mit offenen Augen. Wenn ich durch die Finsternis gehe, das Kind. Dankeschön, Kiki. Wenn ich durch die Finsternis gehe, willst du was weitermachen? Mit offenen Augen. Mit offenen Augen. Die hinter den Fenstern alle Schmerzen sehen. Ich habe jetzt hier nochmal Silber reingemacht in diesen Becher, weil hier kommen ja silberne Türklinken.
Und das immer möchte ich natürlich irgendwie wieder ein bisschen auffangen. Das eine gute Idee ist, werden wir dann sehen. Stellen wir uns mal nicht an, ne? Ich hätte das weiß nicht, was wir da machen sollen. Ach ja, Leute. Ich habe da ja noch so ein bisschen, hatte gerade, jetzt habe ich das bisschen auch noch im Boden verschüttet. Das ist das, was ich vorhin erzählt habe. Wenn nichts mehr geht, dann kann man immer noch diese Abziehtechnik machen. Nicht, dass jetzt nichts mehr geht, aber bin ich mit. Also Carmen findet es toll. Danke, Carmen. Ja, die Carmen, die meint auch. Auch sehr schön. Annette schreibt, hallo Geburtstagskind. Hallo Nettie. Nettie und ich, wir kennen uns schon sehr lange. Ne, Nettie? Zusammen zur Schule gegangen, bei dem Weg mal groß geworden. Ja, Nettie war immer schon eine coole Socke. Ist sie nicht geworden, war sie immer schon. So, jetzt habe ich hier die, das Bild mal ein bisschen gemacht, damit das so Klinke hinterher passt. Dass sie nicht wie so ein fremdes Wesen. Ich ziehe hinterher die Farben noch ein bisschen zusammen. Jetzt habe ich gelb gemischt, habt ihr vielleicht gesehen, und hellblau. Hellblau, weiß, türkis nehme ich grundsätzlich. Ob ihr Wasser malt, Himmel malt, nehmt türkis. Es ist wichtig, finde ich, ist schön. So, jetzt mache ich hier mal den Himmel. Leute. Und hier habe ich nur gelb und weiß und ein bisschen Silber. Für die Sonne. So. Und hier war ja die Sonne. So. Gut. Was sagt ihr? Erzählt Heinrich nichts oder sagt ihr? Die Tür wird hübsch. Phänomenal. Das ist jetzt erst wieder gleichzeitig Fitness. Ich sehe das. Dann muss man vorher die Gabel heben und lange halten und so. Ja. Dumpfgrün ist aus dem Beton, wie ein Schreien das Ohr. Es dröhnt wie ein Gong und es kommt mir so vor. Als wäre der Winter zu Ende. Sie hat alleine gelebt, vegetiert auf dem Mond. Es hat leise gebebt, ja der Mond ist bewohnt. Es zittern die Hände. Ihr Gesicht im Spiegel, ob es weint. Oder lachte, konnte sie nicht mehr sehen. Es war Anfang Oktober, der 7. oder 8. An dem Tag ist es geschehen. Er war neu im 4. auf derselben Etage, genau wie sie, hab gelandet. Die letzten Jahre im Knast. Erzähl, er war auf Montage. Ich mach leiser. Und was das? Dieses Kapitel versandet. Wie kann man bei der Knastmensch machen? Leise gewebt, ja der Mond ist
dabei ziemlich verlegen. Und er sagte dauernd Danke. Und er spürte den Boden. Oh, jetzt krieg ich den Text kaum noch hin. Unter den Füßen sieht langsam bewegen. Also Nadine will ihre Türen bringen. Ja, Nadine, dann kommst du mit und dann machen wir das zusammen. Und Heike Fehring möchte die auch, ihre Türen auch so machen. Heike, du kannst das. Ja, du kannst das. Und Ruth Eisberg findet die auch ganz toll. Dankeschön. Dann geht mal jetzt zu der Sonne rüber und zu dem Himmel. Braucht es und greift nach ihrer Hand. Hält sie fest und sie sagt. Leider haben wir ab und zu mal ein kleines Verbindungsproblem, aber das ist, glaube ich, nicht so schlimm. Wir sitzen da. Oh, das ist ja schade. Es ist endlich wach. Dunkel und es aus dem Beton, wie ein schreiendes Ohr. Es dröhnt wie ein Gong und es kommt mir so vor. Als wäre der Winter zu Ende. Sie hat alleine gelebt, legitim auf den Boden. Also der Thorsten hat gerade einen besonders guten Vorschlag gemacht. Er möchte jetzt die andere Seite doch bemalen. Der Franz Fuchs, der gratulierte zum Geburtstag. Danke, Franz. Ja. Ich vermisse euch alle sehr. Gestern haben wir draußen mit Abstand natürlich den Detlef getroffen. Mir tut das schon leid, dass jetzt nicht so die Zeit da ist für leckeren Kaffee und schönen Kuchen. Schade. Aber die Zeit kommt ja, Franz und Detlef. No? Und die Sabrina Fritz schreibt, ihn schön an die Hose schmieren. Yay, yeah, so sieht eine Arbeitshose aus. Genau, so sieht die aus. Ich habe die auch erst das zweite Mal. Also, kommt noch mehr. Gut. So. Kann man gut erkennen, was das sein soll? Ja. Ist ein bisschen viel Rasen? Aber die sollen noch viele Tiere sein. Ja. Und es sollen auch noch viele Tiere später darauf gemalt werden. Ich dachte, hier vielleicht. Die werden, aber einzeln gemalt. Ja, ja, ja. Das ist praktisch nur jetzt der Hintergrund. Also die werden das, was größer ist, bei einem größeren Plan. Genau. Oh, ja. Genau, es ist praktisch der Hintergrund. Ja, da kommen noch Vögel und Enten und Marienkäfer und vielleicht ein Bär. Oder ich mache Zootiere. Ihr könnt ja mal schreiben, was ihr so möchtet. Finde ich auch schön, Zootiere. Zootiere. Koala, Giraffe, 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 Giraff
Die wird toll passen. Eine pinkfarbene Giraffe, finde ich. Eine pinkfarbene Giraffe? Ja, pink-lila-farbene Giraffe. Das wäre schon was. Ist ja eine Kinderecke, da kann man das ja. Ja, Kinder, die blicken das gar nicht, dass die Giraffen gar nicht pink sind. Sollte ich hier. Die nicht so und beschweren sich darüber. Ja, sind das ist alles ausgeglichen. Die sind ganz anders groß geworden. Oder die meinen eine Schule dann verkehrt. Ja. Ja, gut, das kann man, muss man dann ja vielleicht nochmal erklären. Soll ich noch hier unten ein paar Blümchen reinsetzen? Jetzt schon vielleicht? Was meint ihr? Ja. Ja. Glitzer. Letztes Mal hat nein, Glitzer. Nein, dieses Mal kommt kein Glitzer. Vergiss es. Nein, kein Glitzer. Das passt auch nicht. Ich bin gerne mit den Tieren. Julia Döbbe schreibt Elefant. Ich will nichts kaputt machen hier. Nicht, das sind ja Julia schreibt Elefant. Ein großer Elefant. Das ist auch sehr schön. Ich denke, das so ein dunkel-lila Elefant, so mitten drauf, finde ich auch sehr schön. Heike Fehring würde Giraffe toll finden. Ja, haben wir auch gerade. Und pink. Ja, finde ich auch. Haben wir drüber gesprochen. Ich weiß nicht, ich finde es super gelungen. Deswegen, ich weiß nicht, ob ich jetzt weitermachen soll. Man muss aufhören können. Man muss dringend aufhören können. Ich stelle das immer wieder fest. Ich mache auch oft irgendwelche Versuche, weil ich einfach auch neugierig bin. Ne, dann probiere ich einfach irgendwas aus. Man kann es ja dann auch. Drüber malen, geht ja alles. Ja, nee, ich glaube, ich lasse das. Ich habe Schiss, dass ich es vermog, glaube ich, ganz ehrlich. Ja, das ist schöner. Ich lasse das jetzt so. Ihr könnt das vielleicht nicht so sehen, aber hier sind so Halme. Ah, da sind super schön die Zellen rausgekommen. Also es ist wirklich sehr gut. Mit den Zellen, das ist so eine Sache, die arbeiten jetzt also noch gut. Anderthalb Stunden. Viele, Dinger, nennt man so? Weiß nicht. Also viele, die auch diese Technik machen, gehen jetzt im Anschluss nochmal mit dem Föhn da drüber, um Luftblasen und, zu vertreiben. Macht manchmal Sinn. Oder sie gehen auch drüber, um das Silikon nochmal rauszuholen. Ich mache das grundsätzlich nie. Manchmal für die Luftblasen, wenn ich zu doll gematscht habe, wie im letzten Video habe ich einfach zu doll gerührt, die Farbe nicht lange genug stehen gelassen. Deswegen bin ich da einfach kurz mit dem Föhn drüber gegangen, dann zum Schluss. Grundsätzlich mache ich es nicht. Die Farbe, ich finde, die sollte gerade auf Leinwand, bei der Tür mag das was anderes sein. Normal arbeitet auch die Farbe noch wahnsinnig lange und trocknet von außen nach innen. Wenn ich jetzt mit dem Föhn einmal drüber puste, habe ich ja den Effekt, dass ich sofort die oberste Schicht trocken habe. Und dann ist die Nasse dann runter und ich quäle doch meine Farbe nicht. Ich gebe ihr die Zeit, in Ruhe zu trocknen, die Entwicklung kommt trotzdem, das Silikon kommt trotzdem raus. Ich habe noch nie erlebt, dass es nicht passiert ist. Irgendwie. Es ist immer irgendwas nachgekommen. Und ich finde auch, dass die Bilder hinterher einen schönen Glanz haben, wenn ich die nicht vorher mit dem Föhn gequält habe. Aber gut, da hat jeder sein Ding, kann jeder machen, wie er möchte. Ja, ich würde sagen, ich bin fertig mit der Tür. Und obwohl es juckt mich sehr, hier noch ein paar Blümchen hinzusetzen. Nein, ich tue es nicht. Ja. Nein. So lassen. So lassen, sagt ihr? Ja. Ja, ist gut. Ja, wäre schön, wenn ihr das von meiner Sicht seht. Ne? Ihr habt das ja jetzt leider auch verkehrt. Bei euch ist ja die Sonne unten. Das ist mein Handy. Vielleicht, hört ihr mein Handy nicht? Gisela Beuschenberg zieht zu. Ach, hallo Gisela. Ja, ich habe heute schon mit Gisela geschrieben. Sieht super toll aus, Schatz. Schön, freue ich mich sehr. Ja gut, dann ich überlege mir das, ob wir hier noch was machen. Dann sehen wir jetzt einfach was. Ja, wollen wir jetzt was zusammen singen? Sollen wir was zusammen singen? Ich hab da ein paar Pieces vorbereitet. Nee. Die Sandra hatte ja einen besonderen Wunsch, dass wir da etwas singen. Halb auf Deutsch, halb auf Englisch. Ja. Ich habe das zusammengefügt. Ja. Ich muss jetzt nur noch in den Text suchen. Das wäre bei mir nicht anders. So. Ja, ich hab da, ne, da war ein Tipp. Okay. Ich weiß nicht, ob ich euch das zumute, dass ich die ganze Zeit mitsinge. Naja, ich kann das Lied ja auch nicht. Okay. Wir schauen mal. Notfalls brechen wir schon nach dem zweiten Refrain oder dem ersten Refrain ab und singen doppelt oder so etwas. Ihr könnt ja auch zur Not einfach den Ton übernehmen, habe ich euch ja schon gesagt. Aber das ist jetzt nicht, was wir ganz zum Schluss singen werden.
Das habe ich mir von Kalle gewünscht, weil das ist eins meiner Lieblingslieder. Und daran erinnert, dass das so ein wunderschönes Lied ist, hat der Burkhard letzte Mal, gemeinsamer guter Freund von uns, der hat sich das gewünscht und wir haben es nicht umgesetzt letzte Mal. Und ja, dann war meine Idee, ach ja, machen wir mal ein bisschen in Deutsch, damit alle das auch wirklich verstehen, weil der Inhalt des Liedes ist ja schon. Stell dir vor, es geht keinem rein. Es ist ganz einfach, wenn du es versuchst. Keine Hölle unter uns. Über uns ruht der Himmel. Spiegelt. Ja, mein auch. Also mein Vater hat sehr viele und sehr gerne Heino gehört auf dem alten, klapprigen Schneewittchensarg. Und da war auch das Lied dabei. Ja. Und er hatte noch den passenden Philips-Kassettenrekorder, der dann auch noch dazu knatterte, wenn man den dann auch dann mal. Das war nicht, der Sound war nicht gut. In Wirklichkeit ist der Sound besser als gedacht. Wenn man das auf YouTube hört, dann sieht man das ist eine gute Aufnahme. Und gar nicht schlecht. Nun ja, ich schaffe das jetzt noch. Ein, aber wir spielen den, genau, den Refrain spielen wir. Ja, ja, wie schön. Blaue Augen und einen rote Mund. Ja, ja, sie ist wunderbar.
nicht geprobt? Ja, wir haben da. Ja, Kiki findet es nicht schlecht. Also Benny Simon gratuliert dir auch zum Geburtstag. Oh, mein Patenkind. Ich hoffe, dir geht's gut. Kommt gut durch die Zeit. Er schreibt, arbeiten am Geburtstag, das ist Leidenschaft. Ja, ist es auch. Ich habe das Glück, dass das so bei mir ist. Ich danke euch super, wie immer, egal wer dabei war. Und ja, ich wünsche euch, kommt alle gut durch die Zeit. Wir hatten Spaß. Ja, es war wieder wunderbar, ganz toll. Nach dem letzten Ereignis mit dem kleinen Tisch, jetzt diese tolle Tür, also das gefällt mir noch besser, die Tür. Die ist also richtig knallig, ist natürlich jetzt nicht was, was man so zu Hause, den Tisch, den kann man zu Hause auch so hinstellen. Die Tür, da muss man natürlich dann schon... Was soll das denn? Naja, nur greif mal jetzt das Man hat keine Kinderspielecke zu Hause vielleicht immer parat für so eine Tür. Aber für den Garten vielleicht, dann kann man da... Aber eine Gitarre würde ich wagen in dieser Optik. Ja, machen wir mal zusammen. Dann machen wir einen Gitarrenworkshop. Dann macht Kalle den Workshop und macht seine Gitarre bunt und ich singe. Ja, so machen wir das. Aber ich dachte, das wird sicher ein tolles Ergebnis werden, in jeder Hinsicht. Ja. Aber ich dachte, die Gitarre wird dann bemalt. Ja, aber ja, Kalle dann. Ne? Er hat jetzt oft genug zugeguckt. Genau. Ich gieße einfach drauf und dann sage ich, das ist jetzt fertig. Und wenn dann gesagt wird, das wäre nichts, dann sage ich, mir gefällt es. Susi Anne Peck schreibt, das war toll, liebe Grüße an euch. Danke Susi, ich vermisse dich. Ja. Susi hat mich mal ganz schön gerettet mit einer Avocado. Du weißt, danke. ja, ich hoffe vielleicht im Mai nochmal machen wir sowas oder so. Ja, wenn es dann so wieder losgeht hier so als... Ja, so als späteres Startevent oder so. Ja, machen wir. Gerne, ich bin immer gerne bereit. Ja, ich auch. Ja, April, wer hätte ja der Kalle auch bei uns einen Live-Auftritt? Ja, am 24. wäre das, glaube ich, gewesen, aber das fällt natürlich aus, weil da überhaupt nicht klar ist, was, wie es weitergeht nach dem 20., wenn dann die Schule wieder beginnt, ob die Schule beginnt und ob das sonstige Leben wieder beginnt. Wissen wir nicht. Aber vielleicht hat Kalle ja Lust, am 24. mit mir hier ein Live-Konzert zu machen. Genau, schauen wir mal. Ohne Malen, einfach nur ein Konzert. Ich singe. Ich würde noch versuchen, ich singe mit Hilfe, mein Mann guckt entsetzt, ihr bestimmt auch. Nein, nein, ich bin ja leise Hintergrund, nicht so doll wie heute. Ich kann es ja gar nicht. Ich habe ja nur Spaß dabei. Die schwarze Barbara singen wir als den Refrain natürlich, nur nicht das ganze Lied. Ich habe keine Angst, das werden wir nicht tun. Aber... Ich hatte ja mal kurz Unterricht im Schlagzeug tatsächlich und ich kann auch nur einen Rhythmus. Aber mein Lehrer sagte damals, der passt immer. Und vielleicht kann ich ja bis zum 24. April tatsächlich was organisieren, dass ich ein Schlagzeug hier habe. Und dann ziehen wir das wieder noch mal durch, wir beide. So machen wir das. So machen wir das. Ja, ich fand es toll. Ich danke für die Einladung. Ja, also ganz tolle Sache. Ich lerne auch was hier. Man Dinge, die du nicht brauchst. Aber man weiß es nie. Ich wünsche euch alles Liebe, alles Gute. Wir bleiben in Kontakt, hoffe ich. Schön, dass ich meinen Geburtstag mit euch verbringen konnte und nicht so, ja, so zu Hause. Ist auch schön, kommt ja jetzt auch. Ist auch nicht schlecht. Aber so zwischendurch ist das schon schön. Macht's gut, alles Liebe.